klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Habe ich das nicht schon bei mir selber realisiert? Was hindert mein Gebetsleben? Was ist es denn so bei mir? Und ich finde ganz natürliche, auch ganz unschuldig erscheinende Dinge, wie zum Beispiel Arbeitsfreude. Oh, ich arbeite gerne. Wenn ich eine Arbeit habe, die mich erfüllt, ich könnte mich darin versenken, ohne weiter ans Gebet zu denken. Und das ist so ein typisches Beispiel. Dann vernachlässige ich etwas. Warum? Wegen den natürlichen Eindrücken oder mit seinen Gedanken auf irgendwelche Dinge konzentriert. Dann vergesse ich den Stellenwert vom Geistlichen über den Natürlichen. Und ist es dann nicht immer und immer wieder eine selbsterzeugte Verhärtung gegenüber dem so wichtigen Privileg des Gebets? Weil was habe ich für eine Möglichkeit als Mensch, die ich doch nutzen sollte, wo ich mich selber ansprechen müsste, um zu sagen, Matthias, begreifst du die Chance und Gelegenheit, die, wo du mit deiner Zeit hier auf der Erde etwas tun kannst, was fleischlich gesehen ganz unscheinbar und nichtig ist, ein Reden zu einem unsichtbaren Gott, aber im Geist und in der Wahrheit genau das entscheidender ist als wie alles andere. Da setze ich meine Prioritäten. Was für ein Gesinnungsfehler erkenne ich dann bei mir selber oftmals, um nicht zu begreifen, das Wichtigste, das Erste, muss immer das Erste und Allerwichtigste bleiben. Und das ist doch mein Gott. Und da ist es Gebet das Fundamentale, um mich in Kindlichkeit zu öffnen für diese Jesus-kompatible Einstellung. So wie er war, möchte ich sein. Wenn ich, kleiner Mensch, hier auf Erden, meine Wertschätzung Gott gegenüber artikulieren kann mit meinen kindlichen Worten, dann ist das ein Vorrecht, das ich gar nicht hoch genug einschätzen kann. Aber tue ich es, übe ich es oder meide ich es? Warum? Warum sollte ich das meiden? Weil meine Natürlichkeit, meine fleischlich Gebundenheit an das Normalleben so stark und so fest ist, dass ich das Gebet auf Seite lassen kann. Da ist zum Beispiel, ja, theoretisch weiß ich das nur zu gut, die Allgegenwart Gottes, der nie weg ist, der ist immer da. Wir kennen das aus der Bibel, die Wahrheit, die Schrift sagt es uns. Doch mein Herz ist oft so weit von seiner Gegenwart entfernt, dass genau hier, in diesem Punkt, das Gebet mir hilft, seine Allgegenwart mir gegenwärtig zu machen, weil ich es nicht habe in meiner Natürlichkeit, in meiner sichtbaren Welt. Ja, was geht um mich herum an? Da sehe ich keinen Gott, da höre ich keinen Gott, da empfinde ich nichts von Gott allermeist, weil ich blockiert bin von diesen meinen Sinnen und von den ganzen naturgegebenen Umständen. Und so ruft mich Gott, wegzukommen davon, hinzukommen in einen Bereich oder eine, wie soll man das ausdrücken, nicht Atmosphäre, das ist eine Realität des Geistes, die genau dort mir sich öffnet, nämlich mit der Erweichung meines Herzens, wenn ich begreife, was tue ich mir und was tue ich meinem Gott an, wenn ich mit ihm rede. Das ist so wichtig und so, ich kann es mir selber gar nicht nachhaltig genug einprägen. Übe ich mich darin, getreu einen Bezug herzustellen.
Denn das wird mir selber der allergrößte Gewinn sein. Dann kann man natürlich sagen, und das stimmt in irgendeiner Weise auch, ach, Gott braucht nicht unsere Gebete. Natürlich braucht er sie nicht zu seiner Existenz, um seiner Kraft und Herrlichkeit willen. Aber in einer gewissen Weise braucht es sein Liebe, möchte gerne angesprochen werden. Er will gerne etwas von uns hören. Lasse ich ihn hören? Lass ich ihm meine Stimme hören? Oder nicht? Das habe ich selber zu entscheiden. Hier ist die Freiwilligkeit der Liebe gefragt. Denn genau mein Gebet, was ich ausspreche, worum ich bitte oder wofür ich danke oder wofür ich mich einsetze, das möchte mein Gott erhören, darauf reagieren. Da soll eine Kontaktmöglichkeit entstehen, wie wenn du einen elektrischen Strom, die Kabel, die Stecker zusammensteckst und dann fließt es. Und dann fließt die Kraft der Gebetserhörung, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Und welche wir festhalten als, also diese Hoffnung, die halten wir fest als was? Einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Also bis hinein ins Allerheiligste gilt es für mich hier und heute, mich hinein zu beten in seine direkte Gegenwart, um seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit so zu erfahren. Das ist so unsagbar wichtig, um meinen Gottesdienst nicht nur außerhalb im Vorhof zu führen. Das ist so ein Bild für mich, für die Normalreligiosität von uns Christen. Ja, da kann man allerhand gute, positive Dinge tun und wirken und beschäftigt sein. Wir gehen in den Gottesdienst und wir tun bei der Veranstaltung mit und so weiter. Aber dieses Hineingehen in das Allerheiligste, um im Geist und in der Wahrheit meinem Gott persönlich zu begegnen, was das heißt, was es bedeutet, wie es auf mich wirkt, wie es mein hartes Herz erweicht, ist mit Worten nicht erst ausdrückbar. Denn genau dort, hinter diesem Vorhang, dort finde ich auch das Unaussprechliche eines Seufzens aus dem Geist, das nicht mehr von Menschen hergestellt, das nicht mehr von dieser Schöpfung ist. Da kommt der Durchfluss von Gottes Lebenskraft. Und das ist so erstaunlich, dass es so etwas überhaupt gibt für uns Menschen. Es ist wirklich so, die Steckdose, der Stecker wird hineingesteckt. Solange der Stecker außerhalb bleibt, es kann ein schöner Stecker sein, kann eine schöne Maschine daran hängen, es wird sich nichts bewegen. Es wird sich nichts gottgemäß rühren in meinem Leben. Aber dann, wenn ich selber hingehe und diese Verbindung, diesen Anker hinter den Vorhang bringe, dann soll ich mal sehen, was für Veränderungen sich in meinem Leben zutragen. Das ist erfahrbar. Das ist keine Theologie, keine Theorie. Das ist Leben.